Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Henry Avery, 1694. Das ist echt nicht gut. Festhalten! Nathan! Sie holen auf! Ja, ich weiß, ich weiß. Dann gib Gas! Sam, ich fahr schon so schnell ich kann! Okay, dann wollen wir noch mal beschleunigen. Hallo, ihr Sozialen-Gamer da draußen. Willkommen auf meinem Channel. Wir zocken Uncharted 4 Thief's End. Wie schon angekündigt, endlich der vierte Teil. Und ich muss sagen, der fängt ja schon super an. Und was zum Teufel hat Nate jetzt schon wieder gemacht? Wieso sind die alle schon wieder unter uns her? Was hat er jetzt schon wieder gemacht? Der Junge kann sich einfach nicht aus Schwierigkeiten rausbringen. So, rammen wir die doch mal. Und ich muss jetzt schon sagen, die Grafik sieht jetzt schon einfach Bombe aus. Okay. Was für ein Auftakt hier, was ein Prolog. Okay, und ich ramme auch noch weg hier. Ciao. Genau. Okay, ich merke gerade, ich habe leider die Sprache noch auf Deutsch. Egal, werde ich nachher noch umändern. Aber jetzt hier, jetzt müssen wir erstmal alles wegrammen. Ja, ihr habt keine Chance, wir haben das größere Boot. Leider sind die viel mehr als wir. Oh mein Gott, sind das viele. Los, weg mit euch. Genau, aus dem Weg hier. Okay, weiter geht's. Oh Mist, da sind sie schon wieder. Vielleicht treffen wir die ja. Ja, sauber. Schön. Großes Boot. Großes Boot. Die Hosen sind auch da. Oh, shit. Die haben uns gut erwischt. Verdammt, das ganze Dach ist ja weg. Fahr weiter zur Insel. Sie dürfen nicht vor dich fahren. Oh, shit, shit. Okay, das ist wirklich ein verdammt großes Boot. Wieso sind hier so viele? Es ist eine halbe Armee. Guckt euch das mal an. Hier leuchtet ja das ganze Meer auf. Wow. Okay, ich bin ausgewichen. Ich hoffe, das hat funktioniert. Was schießen die denn da ab? Leuchtkugeln? Oh, shit! Wow. War das geplant? Ich hoffe, ja. Jetzt sind wir mitten im offenen Meer hier. Bei stürmischer See. Aber Nate schafft es schon. Gedrückt halten, um zu tauchen. Wow! Okay. Ist ja nochmal gerade so gut gegangen. Das war übrigens das Abenteuer von Nathan Drake. Er wurde von einer Schiffsschraube mitgenommen. Mach ich gerade das Richtige? Tauche ich gerade überhaupt nach oben? Hallo, ich will nicht schon im Prolog sterben. Hallo? Ah, doch, da ist es. Da ist das Ufer. Okay! Okay! Okay, steigen wir auf, schnell! Was? Und jetzt? Ich kümmere mich drum! Gib mir Deckung! Ach super, jetzt haben wir ihm Deckung geben hier. Haben wir überhaupt eine Knarre? Ja, perfekt, geht doch. Oh, shit. Zum Glück. Ah. Hab ich die Steuerung schon mal vor Ort ein bisschen nachgeschaut. Und bin deswegen auch schon ziemlich drin in der Steuerung. Wow. Was macht er denn? Was zum... Wow. Okay. Wieso nicht? Ja, fängt doch gut an. Ein normaler Tag eines Nathan Drakes. Oh, nicht gut. Noch mehr. Shit. Komm her. Ich habe übrigens keine Zielhilfe an. Ich hoffe, das merkt man nicht. Okay. Na, komm schon. Pistolen sind mein Prestige, mein Freund. Damit treffe ich eigentlich immer. Das sollte ich vielleicht noch nicht zu laut sagen. So. Die haben wir gleich. Und Headshot. Er hat's, perfekt. Und nichts wie weg hier. Direkt zur Insel, okay. Das ist eine ziemlich große Insel. Wo soll ich denn da hin? Oh shit, komm schon. Oh nein, jetzt nicht auch noch Felsen. Das erinnert mich gerade extrem an King Kong, muss ich ja wirklich sagen. Nur da war weniger Action als hier. Oh Gott, nicht die ganzen Felsen. Man kann gerade sehr wenig sehen, muss ich ja wirklich sagen. Oh, wow, Felsen. Wow, das war knapp. Okay. Was ist denn rechts von mir? Oh shit. Nathan? Nathan? Was sollen wir nur mit dir tun?
Du bist die Standpauken bestimmt längst leid. Ich bin es jedenfalls. Und jetzt musst du das Wochenende hier bei mir bleiben, statt mit den anderen den Ausflug zu machen. Mir doch egal. Ja, das ist der Kern des Problems. Ich verstehe nicht, warum nur ich bestraft werde. Weil du den Streit angefangen hast. Er wollte mein Buch nicht hergeben. Ich hatte dir gesagt, lass die Bücher in deinem Zimmer. Du bist selbst schuld daran. Er hat trotzdem kein Recht, es mir wegzunehmen. Gibt das dir das Recht, ihn einfach zu verprügeln? Es ging nicht nur um das Buch. Worum denn dann? Nichts. Ich heb's mir für die Beichte auf. Egal, was ich versuche. Du scheinst unbedingt denselben Weg einschlagen zu wollen wie dein Bruder. Was für ein Jammer. Sam. Tja, und wir scheinen schon wieder in der Vergangenheit zu sein. Kapitel 1, die Verlockung des Abenteuers. Ja, was soll ich sagen? Ich bin echt baff, dass wir jetzt wieder in die Vergangenheit zurück sind. Wir sind ja sogar noch jünger als im dritten Teil. Wir haben ja mal im dritten Teil erfahren, dass Nate irgendwie der Vater, was war das noch? Ich glaube, die Mutter begann Selbstmord. Der Vater übergibt den Jungen, ich glaube, nach 3 Jahren den Staat oder irgendwie so. Und ja, offenbar, wir sind jetzt in Spanien, das wissen wir ja noch, aus dem dritten Teil. Und da ist unser Bruder Sam, den wir eben schon kennengelernt haben. Dann wollen wir nochmal loslegen. Aber bevor wir das jetzt machen, ich weiß, sowas gehört eigentlich überhaupt nicht in sowas rein. Aber ihr wisst ja, ich spiele mal alles auf Englisch. Ich hatte das total vergessen umzustellen. Na, wo ist es denn? Ausgabe. Kann ich das gar nicht mehr umändern? Moment, tut mir leid, wenn ich vielleicht gerade ein bisschen den Stimmungskiller hier gerade mache. Untertitel, machen wir mal ein. Okay. Audio, das kann doch nur unter Audio sein. Lautstärke. Ausgabe. Okay. Gut, dann kann ich das jetzt gerade noch nicht umändern, dann mache ich das nachher im Hauptmenü. Dann tut's mir leid, muss jetzt halt die erste Folge einmal auf Deutsch sein. Für meine deutschen Abonnenten wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Für meine englischen Abonnenten allerdings nicht so geil. Aber naja, kriegen wir schon irgendwie hin. Ist ja jetzt nicht der Weltuntergang hier. Oh, es ist gerade extrem warm in meinem Zimmer, es tut mir leid, aber ich bin hier halb am Sterben. Okay. Was soll uns jetzt nicht stören hier? Mein Gott. Also, in eine Sache kann ich jetzt schon wieder sagen, hat Naughty Dog nicht zu viel versprochen. Die Grafik ist wieder einfach nur Bombe. Wirklich. Wahnsinn. Einfach nur Hammer. Ja, und ich denke, man hört es schon an meiner Stimme. Ich bin leicht erkältet. Es tut mir leid dafür, aber da kann ich ja halt nichts für. Deswegen hat es auch länger gedauert, aber das wisst ihr ja schon. Naja. Kommt mir das nur so vor, oder? Oh, da können wir gar nicht hoch. Oder ist seine Stimme relativ leise? Ich muss mal noch gucken wegen den Audioeinstellungen. Ich glaube, da ist noch irgendwas ein bisschen falsch eingestellt vom Spiel. Aber wo müssen wir denn jetzt genau hin? Irgendwo da hinten. Aber wie kommen wir da hin? Hier runter? Ah, ich glaube, das sieht richtig aus. Sollen wir echt schon hier rein? Okay. Okay. Still und leise. Still und leise. Naja, Nate, wir kennen dich mittlerweile schon ziemlich gut und wir wissen alle, was das bedeutet. Das wird 100% nicht funktionieren.
Okay, ich glaube, hier gibt es noch nicht viel zu sehen. 22:45 haben wir es schon. Ist also schon spät. Mein Gott, die Grafik ist echt Wahnsinn. Oh, ist shit. Ist es nicht unsere Aufgabe, solchen Jungen zu helfen? In der Zwischenzeit muss ich ein Dutzend weiterer Jungs vernachlässigen. Was soll ich denn tun? Meine Meinung kennen Sie. Tja, ich bin noch nicht bereit, ihn aufzugeben. Sie müssen es einsehen. Gut, ich rede morgen mit ihm. Okay? Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Schwester Catherine. Okay, wir müssen uns jetzt offenbar hier rausschleichen. Das könnte interessant werden. Aber im Stealthen bin ich eigentlich ganz gut. Ich guck mal, ob ich nicht hier schon mal irgendwas finden kann. Oh, eine Akte. So eine Akte tatsächlich. Lesen. St. Francis Heim für Jungen. Verhaltensbericht. Ich habe zufällig beobachtet, wie Edward mit einem von Nathans Büchern in der Luft herumgefuchtelt hat, um den Kleinen zu ärgern. Nathan hat sich sofort auf Edward gestürzt und den Größeren umgeworfen. Ich bin gleich hingerannt, um dazwischen zu gehen. Doch da hatten sie es schon geschafft, sich gegenseitig zu schlagen. Okay, lieber Nate, auch da warst du schon ein schlimmer Finger. Administrative Unterschrift. Peter Ryan Duffy. Naja, gut, wissen wir das auch. Nichts, was wir jetzt nicht schon wissen. Ist sonst noch irgendwas? Nee. Okay, können wir hier durch? Ich meine, das wäre nicht so klug, weil da der Pfarrer ist, aber... Verdammt. Natürlich ist es abgeschlossen. Wo ist denn die Schwester? Okay, ich sehe sie nicht. Dann laufen wir mal weiter. Oh, da ist sie. Ich muss zu dem Fenster. Okay, da müssen wir raus. Die Frage ist, wie kommen wir da jetzt raus? Bewegung, Schwester. Na, wie soll das gehen? Verstehe ich noch nicht so ganz. Ach, gedrückt halten. Ach, ich bin auch so blöd manchmal. Wenn es sicher ist, ja. Noch guckt sie. Und sie raucht. Eine Nonne, die raucht. Oh oh. Mist. Ah, Schwester Catherine. Ich habe die Schlüssel wieder vergessen. Könnten Sie mir aufmachen? Ich komme, Vater. Okay, das ist unsere Chance. Nichts für raus hier. Da ist Sam. Oh Mann, auch in dem Alter war er schon die ganze Zeit am Klettern. Ich fasse es ja nicht. Ich meine, das, was er jetzt noch so macht, das müsste man ja noch hinbekommen, auch in echt, aber ich wette, da kommen noch so einige Klettersachen, wo man sich dann sagt, nee, das mache ich lieber nicht. Unser Nate ist ja auch schon so ein halber Parkourläufer, wenn man so mal an die alten Teile denkt und unter was für Voraussetzungen wir auch noch klettern mussten, also wirklich. Oh nein, schon wieder, das ist einfach in jedem Teil, Rohre sind immer böse. Da liegt seine Lampe. Oh, du musst lernen, auf dich aufzupassen. Okay. Schön, dich zu sehen, kleiner Bruder. Was ist das? Echt jetzt? Schon wieder? Das ist nichts. Du wolltest dich doch von Ärger fernhalten. Er hat schlecht über uns geredet. Und? Er hat gesagt... Dad ist abgehauen, weil wir nutzlos sind. Und Mom ist in der Hölle, weil... Nathan, komm. Die sagen das nur, um dich zu verletzen. Okay? Du musst lernen, darüber zu lachen. Wie du? Mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Hier. Du bist noch krank.
Also, was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ja, ich hab was für dich. Das kann nicht bis Weihnachten warten. Was? Es ist draußen. Wie war das mit dem Ärger noch? Ja, das ist deine Ausnahme. Aha. Eine kleine Ausnahme ist das, ja, von wegen. Guter Sprung. Komm, hier, gib mir die Hand. Ja, wir sind natürlich noch zu klein, um da hochzuspringen. Ich würde gerne deine Hand... Achso, soll ich selber springen? Achso, okay. Ich habe jetzt auf irgendeine Taste geguckt oder so. Die Schwester geht um zur Vater? Ziemlich leer hier. Wo sind alle hin? So ein Bibeltreffen. Wie erinnere ich mich? Wow, okay. Das sah irgendwie knapp aus. Wie geht es, Pater Duffy? Er ist der einzige nette Kerl hier. Sag ihm doch mal Hallo. Nee, keine Lust auf Schuldgefühle. Pater Duffy, ja, den haben wir ja schon kennengelernt. Oder naja, nicht persönlich, aber aus dem Gespräch mit der Nonne. Na, irgendwie will er hier gerade nicht ganz so richtig, was ich will. So. Ist es dein Ernst? Okay, wir sind gleich da. Ohoho. Okay. Das war leicht. Komm. Verdammt. Kein Türkeil. Doch schon. Das dachte ich jedenfalls. Nein, ist auch egal. Dann geht es ab nach oben. Nach oben? Einfach mir nach. Genau. So. Wow. Und jetzt geht's ab nach oben. Hast du das schon mal gemacht? Ein oder zweimal. Hier, komm schon. Du bist dran. Achso, ich soll das halten. Jetzt geht's nach, ab nach oben hier, okay. Mein Gott, ey, die Grafik, wirklich. Ich kann's nicht oft genug sagen, ich werde es bestimmt auch noch 1000 Mal sagen. Das ist Wahnsinn. Und was hast du so gemacht? Vor allem gearbeitet. Gehst du noch mit diesem Mädchen? Ja. Crystal? Mal ja, mal nein. Aktuell eher nein. Okay, und wieder rutschen. Okay. Ohne Mumm, kein Ruhm. Oh, das ist nicht gut. Bist du sicher? Oh, na gut, komm schon, komm schon. Oh, shit. Oh. Denk nicht darüber nach. Du schaffst das. Okay, nicht nachdenken. Ja, das ist wirklich besser bei sowas. Ich musste auch manchmal schon ziemlich weit springen bei manchen Sachen. Und los geht's. Nicht nachdenken, nicht nach unten sehen und springen. Oh Gott. Gut, dass Sam da war. Siehst du? Kein Problem. Ja. Echt kein Ding. Ich weiß ja nicht, wie es auf YouTube ist, aber die Vertonung ist bei mir zumindest gerade echt komisch irgendwie. Manchmal sind die Charaktere extrem leise. Nicht cool, was? Ja, voll. Hier durch. Direkt hinter dir. Mach einen Sprung. Okay. Wo sind wir denn? Wir sind irgendwo in Spanien, das ist mir schon bewusst, aber wo da? Durch die Mitte. Vorsichtig. Auch die Weitsicht ist wieder genial. Naja. Oh, ich glaube, das war nicht so richtig, was ich hier mache. Ich glaube, ich soll hier hoch. Ja, genau. Und übers Kreuz. Ist das eine Sünde? Ich glaube, ja. Ja, sieht danach aus, ne? Bereit, Tarzan?
Da soll ich mich jetzt rüberschwingen? Ernsthaft? Ja gut, dann würde ich mal sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Dann bis dahin. Ciao.